In diesem Video jetzt hier behandeln wir eine Frage, die mir immer wieder mal geschrieben wurde von verschiedenen Leuten. Ich glaube, ihr wollt hier einfach nur ein neues Was-wäre-wenn-Szenario sehen. Allerdings finde ich diese Frage in Sachen von der reinen Erzählung her sehr interessant. Denn hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Wir können uns jetzt bei der Frage, was wäre, wenn der Tyrannosaurus Rex und der Spinosaurus vor 65 Millionen Jahren aufeinander getroffen wären? Hierbei können wir uns jetzt kein wirkliches Szenario überlegen, wie ich es normalerweise immer mache, quasi eine Geschichte überlegen, die, naja, einzelne Begebenheiten verändert. Nein, in diesem Was-wäre-wenn-Szenario hier überlegen wir uns jetzt wirklich, was für Auswirkungen dieser kleine Unterschied auf die gesamte Jurassic-Reihe gehabt hätte. Und ja, es ist möglich, dass der T-Rex und der Spinosaurus aufeinander getroffen wären. Ich weiß, viele von euch sagen immer wieder, das ist so ein riesen Kritikpunkt an Jurassic World Dominion, dass der Giganotosaurus und der T-Rex aufeinandertreffen und das hätte so überhaupt nicht passieren können. Kleiner Hinweis an der Stelle, das war nicht das Problem von Jurassic World Dominion. Und ja, Jurassic Park an sich, die gesamte Jurassic-Saga, basiert oder spielt in einem anderen Universum als unsere Realität. Das sehen wir auch schon im allerersten Jurassic Park Film, als Dr. Alan Grant ja erklärt, dass es wissenschaftlich erforscht wurde, dass der T-Rex nur, naja, Bewegungen wahrnehmen kann. Dinge oder gerade auch Lebewesen, die stillstehen, kann der T-Rex in der Welt von Jurassic Park nicht wahrnehmen. In den Filmen ist das ja wirklich eine wissenschaftliche Errungenschaft, also ein wissenschaftlicher Fakt, der eben dann auch für den Film später genutzt wird. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in diesem Was-wäre-wenn einfach in einem weiteren Universum, in welchem anstatt der T-Rex auf den Giganotosaurus, der T-Rex auf den Spinosaurus getroffen wäre. Und schauen uns dann mal an, was das wirklich für Veränderungen in der Geschichte, in der Jurassic Lore mit sich gebracht hätte. Es wird also wieder sehr spannend. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Ich bilde mir ein, zu wissen, was jetzt ein paar von euch denken. So nach dem Motto, Moment, also im Original Jurassic World Dominion Film war es doch so, dass der Giganotosaurus den T-Rex getötet hat und deswegen ja der Moskito das T-Rex-Blut ausgesaugt hat und deswegen wurde ja später quasi der gesamte Jurassic Park, die gesamte Story, die gesamten DNS-Forschungen an Dinosauriern, die basieren ja quasi auf der DNS des T-Rex, weil, naja, eben dieser Vorfall, den wir in Jurassic World Dominion am Anfang im Prolog gesehen haben, weil der eben passiert ist. Und jetzt haben wir den Spinosaurus mitten in der Geschichte und wir wissen ja aus Jurassic Park und auch Jurassic World Camp Cretaceous, der Spinosaurus ist in der Welt von Jurassic einfach sehr viel mächtiger als der T-Rex. Also es gab jetzt noch keine einzige Situation, wo der T-Rex wirklich, naja, den Spinosaurus in irgendeiner Form dominiert hätte. In Jurassic Park 3 stirbt der T-Rex durch den Spinosaurus, durch einen Genickbruch. In Jurassic World Camp Cretaceous schafft es der Spinosaurus sogar eine ganze Zeit lang, zwei Tyrannosaurier platt zu machen, bis dann eben so ein paar Sachen passieren wie PlayStation-Controller, die eingebaut werden in die Serie und lassen wir das. Also was soll denn jetzt hier an diesem Was wäre, wenn anders sein, wenn wir jetzt hier einen Spinosaurus mit einbauen, der erneut stärker ist als der T-Rex? Ich kann es euch sagen, diesmal fällt eine Sache weg und es ist das Amalgam-Testing. Ja, tatsächlich wissen wir aus der offiziellen Jurassic-Lore, dass der Spinosaurus lediglich so aggressiv und auch so mächtig, so stark gewesen ist, weil er eben ein Teil des Amalgam-Testings gewesen ist und er wurde von Dr. Henry Wu er wurde auf jeden Fall aufgepimpt und ist deswegen stärker und auch um einiges robuster und eben aggressiver als der Original-Spinosaurus, der ja wohl auch mehr auf Fischjagd ausgewiesen ist und eher im Wasser gelebt hat. Das sehen wir in Jurassic Park 3 so gut wie gar nicht. Ich meine, der Spinosaurus hier schwimmt auch mal, aber das Tier scheint ja irgendwie mitten im Wald zu leben. Und jetzt haben wir aber einen Spinosaurus, der eher der Realität entspricht. Wir sehen ja auch, dass der T-Rex am Anfang vor 65 Millionen Jahren im Prolog von Jurassic World Dominion, dass der auch so ein Fell über sich hat. Das hier soll ein 100% echter T-Rex sein in der Welt von Jurassic. Also trifft der logischerweise auch auf einen 100% echten Spinosaurus aus der Welt von Jurassic. Wir können davon ausgehen, dass in Jurassic selber der Spinosaurus einfach so aussieht und eben nicht wie eine riesige Kaulquappe, wie man ja laut aktuellen wissenschaftlichen Forschung davon ausgeht. Also der Spinosaurus wird vom Design her schon so geblieben sein. Allerdings wird er eben nicht die Kraft gehabt haben, wie er sie eben in Jurassic Park 3 gehabt hätte. Das heißt, der T-Rex hätte hier
vor 65 Millionen Jahren den Spinosaurus umgebracht. Ergo hätte auch der Moskito, den John Hamilton Inton später finden, nicht den T-Rex gestochen und das Blut in die DNS konserviert, nein, sondern eben den Spinosaurus. Also der Moskito in diesem Szenario hier sticht den Spinosaurus, entzieht ihm Blut, wird später an einem Baum landen, wo er dann mit Harz eingedeckt wird und dann später zu Bernstein versteinert. Injun findet also dann Jahrtausende später den konservierten Bernstein mit dem Moskito, schafft es, die Dinosaurier-DNS des Spinosaurus zu extrahieren und wir bekommen unseren Jurassic Park. Jetzt könnte man wirklich sogar sagen, okay, genau jetzt setzt eigentlich meine allererste Was-wäre-wenn-Geschichte ein, die ich jemals gemacht habe, glaube ich sogar. Das ist Was-wäre-wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 1 gewesen wäre. Die kannst du gerne mal nachholen, die habe ich mir man da oben verlinkt. Die hat sogar noch eine Fortsetzung bekommen, die auf den ersten Part basiert. Also da kannst du wirklich beide Teile mal reinziehen. Das sind die beiden Teile hier. Ein dritter Teil wird irgendwann noch kommen. Darum geht es jetzt hier aber gar nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Fakt, dass wir einen Spinosaurus im allerersten Jurassic Park Film gehabt hätten, anstatt einen Tyrannosaurus Rex. Denn die Dino-DNS des Spinosaurus wäre eben die, die auch im Moskito drin gesteckt hätte. Das heißt, es macht Sinn, dass man hier nicht den T-Rex, sondern eben den Spinosaurus erschaffen hätte. Und eben dann, naja, aus weiteren Bernsteinfossilien und eben auch aus dieser Dino-DNS weitere Dinosaurier gezüchtet hätte. Die Dinosaurier hätten so möglicherweise auch dezent anders aussehen können. Ich meine, es wird im Buch, glaube ich, auch mal beschrieben, dass man nicht für jeden Saurier extra einen eigenen Bernstein gefunden hat. Also es wurde jetzt hier nicht ein Bernstein vom Spino gefunden, ein Bernstein vom Raptor, einer vom T-Rex. Nein, es wurde ein einziger Bernstein gefunden. Im Laufe der Zeit kamen noch mehrere mit dazu. Aber sie haben anhand der DNS des allerersten Bernsteins, quasi der mit dem Moskito, der den T-Rex gestochen hat, aus dieser DNS haben sie angefangen, Dinosaurier zu erschaffen. Das bedeutet natürlich, wenn wir danach gehen, dass diese Dino-DNS vom T-Rex auch das optische Dinosaurier aus Jurassic Park und Jurassic World beeinflusst hätte, würden die Saurier jetzt hier schon im Szenario mit dem Spinosaurus ein bisschen anders aussehen. Das würde jetzt wahrscheinlich eher weniger eine Rolle spielen. Was aber eine große Rolle spielen würde, wäre, dass der Spinosaurus, den wir jetzt hier in der Geschichte haben, nicht die aggressive Bestie gewesen wäre, die wir eben auch aus Jurassic Park 3 und eben Jurassic World Camp Cretaceous kennen, eben den Amalgam Testing Spino, den hätten wir jetzt in dem Szenario ja gar nicht. Das heißt, wir hätten einen echten Spinosaurier, der auch im Jurassic Park eher ein Gehege gehabt hätte, das wahrscheinlich wesentlich mehr Wasser beinhaltet hätte. Ein Tier, das auch eher Fische gejagt hätte als Menschen. Allerdings muss man hierbei auch sagen, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass der Spinosaurus jetzt nicht nur auf Fische aus war. Also wenn das Tier wirklich Hunger hatte und da ist ein kleiner Snack vorbeigerannt, wird er wohl auch mal so zugepackt haben. Und in diesem Fall könnte der Spinosaurus natürlich auch eine Gefahr für unsere Hauptdarsteller gewesen sein. Also für Alan Grant, Ellie Sattler, für Lex und Tim, gerade für die beiden, könnte es hier wieder sehr kritisch gewesen sein. Wir können davon ausgehen, dass in diesem Fall auch, naja, vielleicht ein, zwei Menschen mehr gestorben wären. Entweder hätte der Spinosaurus aufgrund dessen, dass er eben nur im Wasser jagt oder generell eher aufs Wasser geeicht ist, die Menschen vielleicht gar nicht erst angegriffen hätte. Aber wie gesagt, ich glaube, der Spinosaurus ist ja trotzdem ein Fleischfresser nach wie vor oder Fisch, aber auch Fischfleisch ist irgendwo Fleisch. Und wenn das Tier wirklich Hunger gehabt hätte, wäre der Spinosaurus mit Sicherheit auch auf Menschen oder andere kleine Lebewesen zugegangen. Hätte da vielleicht mal dran geknabbert. Das heißt, wir hätten im Jurassic Park im allerersten Film möglicherweise auch schon Lex und Tim, also beide Kinder, verlieren können. Und ein Dr. Alan Grant hätte gerade noch mal so aus der Lage herauskommen können. Ebenfalls Ian Malcolm könnte es hierbei erwischt haben. Wie gesagt, es könnte, es müsste allerdings nicht passieren. Und ihr merkt schon, ich gehe jetzt hier gar nicht so tief auf die einzelnen Charakterschicksale ein, denn wir befassen uns jetzt hier mit dem großen Ganzen. Der Spinosaurus wäre also im Jurassic Park ausgebrochen, weil ebenfalls Dennis Nedry die Zäune lahmgelegt hätte und die Sicherheitsmechanismen wären ausgeschaltet. Der Park wäre ähnlich eskaliert wie auch im Originalfilm. Der Spinosaurus hätte Schaden angerichtet. Nicht in dem Ausmaß wie der T-Rex möglicherweise, aber der Spinosaurus hätte definitiv seinen Schaden angerichtet. Noch dazu hätte man auf der Isla Sorna parallel dazu mehr als nur einen Spinosaurus gezüchtet. Im Original haben wir eben die T-Rex-DNS, die das Ganze vereinfacht hatte, um eben zwei T-Rex zu züchten. In dem Szenario jetzt hier wären es eben zwei Spinosaurier gewesen, die dann eben auch in The Lost World, Jurassic Park 2,
ihr Unwesen auf der Insel getrieben hätten. Allerdings wären die Tiere in The Lost World Jurassic Park 2 ja nicht länger eingesperrt gewesen. Das heißt, die beiden Spinosaurier hätten dann daraufhin sich ihr eigenes Revier selber sichern können. Und dieses Revier wäre ziemlich sicher eher am Wasser gewesen. Entweder irgendwo in der Mitte der Insel, denn wir wissen auch, dass die Isla Sorna durch Geothermalenergie betrieben wurde, unter anderem eben auch durch Wasserenergien, durch große Wasserfälle und eben auch große Seen und Tümpel. Die Spinosaurier hätten sich also hier niederlassen können oder irgendwo am Rande der Insel, quasi irgendwo in der Nähe des Meeres. Und das wäre jetzt schon wieder gefährlich geworden. Warum, darauf kommen wir noch gleich noch zu sprechen. Allerdings könnte das bedeuten, dass dadurch ein Eddie Carr in Jurassic Park 2 überlebt hätte. Denn die Spinosaurier wären möglicherweise gar nicht erst aufgetaucht, da sie eben auf einer ganz anderen Seite der Insel gelebt hätten. Allerdings könnte man auch davon ausgehen, dass Roland in diesem Fall das größte je an Land lebende, fleischfressende Tier gejagt hätte, dann den Spinosaurus gejagt hätte. Jetzt könnte man auch wieder einwerfen, ja, aber ein landlebender Fleischfresser, weiß ich halt nicht. Entweder hätte Roland also einen anderen fleischfressenden Dinosaurier erkoren, vielleicht den Carnotaurus, wie auch im Buch, der dann irgendwie, naja, seine Trophäe darstellen sollte. In diesem Fall wären unsere Helden eben nie auf die Spinosaurier getroffen. Oder aber Roland wäre doch davon überzeugt gewesen, wir brauchen den Spinosaurus oder er will einen als Trophäe haben. Auch ein Peter Ludlow möchte einen Spinosaurus mit in seinen neuen Jurassic Park in San Diego mitnehmen. Also hätten sie sich erneut auf die Suche nach dem Kind gemacht, nach dem Spinosaurus-Baby, hätten das wieder entführt und damit die Spinosaurier auf sich selbst aufmerksam gemacht. Das wären jetzt zwei verschiedene Optionen und ich meine, im Großen und Ganzen hätten sie sehr wahrscheinlich auch nach den Spinosauriern Ausschau gehalten, weil die natürlich, naja, mitunter die größten Predatoren auf der Insel wären. Das kann man zumindest schon mal sagen, egal ob sie jetzt an Land leben oder im Wasser jagen. Und ich glaube wirklich, dass der Spinosaurus so ein Hybrid aus beidem gewesen ist. Also der hat auch mal an Land gejagt, der wird auch mal an Land gejagt haben, aber großteils war das Tier, so ist man sich heutzutage sehr sicher in der Wissenschaft, hat das Tier wohl im Wasser oder nah am Wasser gelebt und eben auch im Wasser gejagt. Was das nun allerdings für Jurassic Park 3 bedeuten würde, und jetzt wird es sehr interessant, denn im Original Jurassic Park Film war immer der Spinosaurus das größte Geschöpf, der T-Rex das größte fleischfressende Geschöpf, das wir jemals hatten. Aufgrund dessen hat Dr. Henry Wu sich damals gedacht, er möchte gern einen Spinosaurus erschaffen, weil das Tier eben noch größer ist als der T-Rex und möchte nun mit dem Amalgam-Testing den Spinosaurus noch anpassen, moderner machen, modifizieren im Endeffekt, was dann eben in die Hose gegangen ist. Wir haben jetzt zwei weitere Optionen, wie das Ganze hätte weiterlaufen können. Entweder hätte Dr. Henry Wu sich gedacht, okay, der Spinosaurus ist immer noch mitunter eines der größten Tiere. Das heißt, wir nehmen jetzt eben wieder den Spinosaurus und forschen an diesem Tier weiter. Und gucken, dass wir den Spinosaurus eben, naja, mit dem Amalgam-Testing modifizieren. In diesem Fall wäre aus dem Spinosaurus ab Jurassic Park 3 der Spinosaurus herausgekommen, den wir auch aus Jurassic Park 3 aus den Filmen kennen. Der aggressive, stärkere Spinosaurus. Oder Dr. Henry Wu hätte sich nun auf einen anderen Alpha-Predator gestürzt, von dem er noch zuvor nicht die Möglichkeit gehabt hätte, ihn wirklich zu erschaffen. Den Tyrannosaurus Rex. Genau, der Spieß dreht sich jetzt hier quasi einmal um. Der T-Rex wird nun also erschaffen mit dem Amalgam-Testing. Der T-Rex wird nun also wesentlich größer als in Jurassic Park in den Filmen selber, sogar größer als Rexy. Er wird wesentlich aggressiver und wesentlich stärker werden. Noch dazu würde Dr. Henry Wu möglicherweise diese Schwäche im T-Rex entfernen, dass das Tier wirklich nur auf Bewegung reagiert. Wir hätten also einen unfassbar mächtigen Alpha-Predator hier, der, naja, im Verlauf von Jurassic Park 3 den Spinosaurus erneut töten würde, wie er es eben auch schon vor 65 Millionen Jahren gemacht hätte. Und der T-Rex würde in diesem Fall eine unfassbare Bedrohung für Dr. Alan Grant und die Kirbys auf der Insel spielen. Auch hier könnte es wieder Opfer geben, von denen wir uns überhaupt nicht ausmalen können, wie schlimm das Ganze hätte enden können. Ein modifizierter T-Rex, größer, aggressiver, stärker, ohne den Verlust der Sehfähigkeit bei nicht bewegenden Objekten oder Lebewesen. Das wäre der ultimative Predator gewesen. Und ich frage mich wirklich, ob es hier eine Chance gegeben hätte, für irgendeine der Figuren hier wieder lebend rauszukommen. Für Jurassic World könnte das also bedeuten, dass man auch hier eher mit dem Spinosaurus weitergeforscht hätte. Aufgrund dessen, dass Dr. Henry Wu, der ja auch in Jurassic World sehr aktiv gewesen ist, dass der eben gewusst hat, was aus dem T-Rex geworden ist. Der T-Rex wird hier auch immer noch am Leben sein. Er wird auch dann von der Isla Sorna irgendwann heruntergeschafft worden sein, wenn wir das Ganze so machen wie in
Wie im offiziellen Jurassic-Kanon würde man hier den aggressiven Amalgam-Testing T-Rex auf die Mentacorp-Insel aus Jurassic World Camp Cretaceous verfrachten und man würde generell in Jurassic World mit dem Spinosaurus weiterarbeiten. Der wäre eben aber auch das berühmtere Tier. Er wäre ja der erste große Alpha-Predator, der mit der Hilfe der DNS geklont werden konnte. Das heißt, wir würden auch auf dem Jurassic World und dem Jurassic Park Logo jeweils den Spinosaurus sehen. Das hingegen würde bedeuten, dass auch der Indominus Rex nicht zum Teil Raptor und T-Rex und eben auch Oktopus gewesen wäre. Nein, wir entfernen jetzt hier wieder die Komponente des T-Rex und packen jetzt den Spinosaurus mit rein. Das heißt, der Indominus Rex würde gravierend anders aussehen. Er hätte sehr wahrscheinlich auch ein Segel auf dem Rücken und wäre noch größer, als er es eigentlich in Jurassic World gewesen ist. Ich glaube, ja, Giganotosaurus DNS steckt auch noch im Indominus Rex mit drin. Das Vieh wäre jetzt einfach eine Ultramaschine. Gehen wir nur mal davon aus, dass Dr. Henry Wu den T-Rex nicht zurückgelassen hätte, den Ultra-Amalgam-Testing-T-Rex, und hätte auch dessen DNS noch in den Indominus Rex reingepackt. Was wäre denn das für eine krasse Waffe geworden? Wir hätten also nun einen Indominus Rex, der die volle Panzerung eines Amalgam-Testing-T-Rex hätte, der wahrscheinlich dreimal so groß wäre wie in Jurassic World im Film, der sich ebenfalls tarnen könnte, der mit Raptoren kommunizieren könnte, der intelligent wäre. Das wäre wahrscheinlich der Untergang des gesamten Jurassic World Parks gewesen. Da müssen wir uns jetzt aber hier die Frage stellen, hätte es Sinn gemacht, von einem Dr. Henry Wu aus so ein Vieh wirklich zu produzieren? Auf der einen Seite können wir davon ausgehen, dass Henry Wu vielleicht noch ein bisschen Verstand hatte zu dem Zeitpunkt, da wir auch in Jurassic World Dominion ja sehen, dass er gar nicht mal so verkommen ist, noch irgendwie ein bisschen Empathie und Grips besitzt. Allerdings zum Zeitpunkt von Jurassic World, da ist er mir ein bisschen zu nachlässig mit vielen Dingen. Ich meine, er erschafft den Indominus Rex in vollem Bewusstsein, dass dieses Vieh, wenn alles hart auf hart kommt, auch eine Gefahr für ihn selber werden könnte. Das heißt, einfach nur, damit wir jetzt hier im Szenario mal unseren Ultra-Hybriden haben, sagen wir, Dr. Henry Wu würde genau das machen. Er würde den Amalgam-Testing-T-Rex zusammenwürfeln mit einem Spinosaurus und den zusammenwürfeln mit einem Oktopus, mit einem Giganotosaurus und mit den Velociraptoren. Mir fällt gerade mal auf, dass die einzige Komponente im Indominus Rex, die nicht von einem Dinosaurier stammt, der Oktopus ist. Warum hat man eigentlich den genommen für die Tarnfähigkeit? Hätte man hier nicht sogar darauf eingehen können, wie auch im Buch, dass der Carnotaurus über die Fähigkeit verfügt? Wäre das nicht ein bisschen cooler gewesen? Ist auch vollkommen wurscht. Jetzt haben wir allerdings hier unseren Über-Indominus Rex, der in diesem Fall natürlich auch die gesamte Insel in Gefahr bringen würde, wenn er eben hier ausbricht. Und ja, auch dieses Vieh würde es schaffen, auszubrechen, sei es durch rohe Gewalt, durch die Mauer hindurch, durch die bloße Kraft des Bull T-Rex oder eben durch die Intelligenz der Velociraptoren, wo er es dann genauso machen würde wie auch im Film Jurassic World. Dieses Tier würde es auf jeden Fall schaffen, gerade bei einem Sicherheitspersonal wie dem von Jurassic World aus dem Gehege auszubrechen. Der Park würde also genauso untergehen wie auch im Film, es würde noch mehr Todesopfer geben. Dieses Tier wäre nahezu nicht zerstörbar gewesen und in diesem Fall jetzt hier müsste man zwei Alpha-Predatoren loslassen und auf diesen Ultra-Rex losschicken. Wir sollten uns mal einen Namen für das Vieh ausdenken. Der Indominus Rex, jetzt haben wir einfach den Diabolo Rex und Claire entscheidet sich dann dafür, dass der Spinosaurus und eben der Amalgam-Testing T-Rex, dass die beiden aus den Gehegen freigelassen werden müssen, um eben den Diabolo Rex aufzuhalten. Das wäre ein Kampf der Giganten, der schon fast an einen Kaiju-Kampf erinnern würde. Die Tiere würden sich hier nichts schenken. Mindestens einer von den beiden würde sterben. Ich würde jetzt hier einfach mal schätzen, dass wir jetzt hier den Spinosaurus auch schon aus der Gleichung rausnehmen müssen. Denn der Amalgam-Testing T-Rex wäre einfach zu mächtig, um den Kampf jetzt hier zu verlieren. Allerdings, damit die Geschichte jetzt irgendwie einen relativ guten Haken nochmal bekommt, nicht zu weit ausartet, gehen wir hier davon aus, dass ebenfalls der Diabolo Rex vom Mosasaurus gepackt worden wäre und in die Tiefe gezogen wäre. Und dann wären wir jetzt wieder auf einem Stand, ähnlich wie auch am Ende des ersten Jurassic World Films. Allerdings haben wir jetzt hier eben nicht die normale Rexy, die ja eigentlich noch harmlos ist und die ja sehr verniedlicht wurde im Verlaufe der Reihe und die eigentlich jeden Kampf verloren hat. Hat Rexy jemals einen Kampf gewonnen? Hat irgendein T-Rex jemals irgendeinen Kampf gewonnen in Jurassic Park und Jurassic World? Außer gegen die Velociraptoren. Ich meine jetzt hier wirklich
Alpha Predator gegen Alpha Predator. Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder T-Rex hat jedes Mal verloren. Egal ob in Animationsserie, in irgendeinem Film. Der T-Rex war jetzt hier nicht der ultimative Alpha Predator, den man uns zu Beginn eigentlich verkaufen wollte. In diesem Szenario jetzt hier hätten wir aber dann eben, wie gesagt, den Bullrex, der noch auf der Isla Nubla zugange wäre. Das hätte natürlich auch große Auswirkungen für Fallen Kingdom, denn hier kann man davon ausgehen, dass aufgrund dessen, dass das Tier eben zu aggressiv gewesen wäre, wie der Spinosaurus aus Jurassic Park 3, dass unsere Helden, ist Quatsch, dass die Mannschaft, die zu Beginn von Fallen Kingdom versucht, die Dino-DNS vom Indominus Rex zu ergattern, dass die überhaupt nicht dazu kommen, um die Dino-DNS wirklich vom Indominus Rex rauszuholen, weil der T-Rex ja so schnell und so aggressiv wäre, dass er auf jeden Fall den Helikopter vom Himmel runtergeholt hätte. Das Tier ist immerhin auch wesentlich größer als jetzt hier Rexy an sich nochmal und von daher könnte das Ganze sehr schlecht ausgehen. Wenn wir die Geschichte aber jetzt mal anders herumspinnen, ich meine, was wäre denn passiert, wenn der T-Rex wirklich verhindert hätte, dass die Mannschaft von Mr. Mills an die DNS vom Indominus Rex kommt? Dann hätte man wahrscheinlich noch eine Mannschaft hingeschickt und hätte dann irgendwie versucht, das Tier gefangen zu nehmen vorher. Die hätten den Amalgam Testing Rex auf jeden Fall vorher nicht getötet, weil das Tier wäre nun mal da und ist ja auch laut den Angaben in Jurassic World immer mehrere Millionen Dollar wert. Das sind ja alles nur Produkte. Das heißt, auch hier wäre das Tier gefangen genommen worden. Die Dino-DNS vom Indominus Rex oder vom Diabolo Rex. Ach du Scheiße, das war ja ein ganz anderes Vieh. Okay, die DNS vom Diabolo Rex wäre also doch mitgenommen worden. Der Amalgam T-Rex wäre gefangen genommen worden. Und sie hätten sowohl den T-Rex zu Mr. Lockwoods Anwesen gebracht, als aber auch den Indoraptor gezüchtet, nur diesmal eben aus der DNS vom Diabolorex. Also hätten wir jetzt hier den Diabolo-Raptor bekommen. Okay, es eskaliert gerade doch so ein bisschen. Auf jeden Fall hätten wir jetzt eben dieses Ultravieh, was quasi genauso mächtig wäre wie der Diabolorex, nur eben in ein bisschen kleineren Format. Er könnte sich ebenfalls noch tarnen. Er hätte die Fähigkeit auch sehr gut zu schwimmen, das dürfen wir nicht vergessen. Durch den Spinosaurus könnten diese Tiere eben auch sehr gut schwimmen. Das Lockwood-Anwesen wäre also ein riesiges Massaker geworden und auch noch mehr als im Film. Auch hier wären Dinosaurier wieder ausgebrochen. Jetzt hätten wir allerdings einen Amalgam-Testing-T-Rex in freier Wildbahn, der dann eben auch später, naja, eingefangen oder eben gefunden werden müsste. Der wäre wahrscheinlich auch dann irgendwann im Biosyn Valley gelandet, hätte gegen den Giganotosaurus gekämpft und den Kampf dann natürlich auch gewonnen. Allerdings wäre im Lockwood-Anwesen ja immer noch der Diabolo-Raptor gewesen. Der wäre allerdings nicht gestorben, dadurch, dass er von oben auf den Skelettkopf des Triceratops gefallen wäre, durch seine extrem dicke und dichte Panzerung, die er ja durch das Amalgam-Testing irgendwann mal bekommen hat in früheren Generationen, hätte das Tier diesen Angriff definitiv überlebt und hätte auch ebenfalls Blue getötet. Das heißt, wir hätten in Jurassic World Dominion auch dieses Tier weiterhin in freier Wildbahn. Das wären jetzt ebenfalls zwei weitere Szenarien. Entweder hätte sich das Tier auch von alleine weiter fortpflanzen können, weil, keine Ahnung, es auch in Jurassic World Dominion einfach mit dazu gedichtet wurde, dass Blue das aus irgendeinem Grund plötzlich kann. Ich weiß, Varan, DNS, bla bla, es wurde einfach hinzugedichtet. Es gab nie einen Aufbau dazu, dass das irgendwie funktionieren würde. Könnte der Diabolo Raptor das auch? Hätten wir ein ähnliches Szenario wie in diesem Video, das ich schon mal gemacht habe, was wäre denn, wenn die Kinder aus Jurassic World Camp Cretaceous den Scorpius Rex nicht aufgehalten hätten? Das wäre exakt dasselbe Szenario gewesen, es wäre quasi eine Art von Apokalypse losgegangen, denn das Tier könnte eben auch einfach schwimmen, der könnte überall auf der Welt plötzlich auftauchen und sich eben unbegrenzt vermehren. Allerdings, mal ganz ehrlich, auch ein Diabolo-Raptor könnte mit Militärgeschützen dann doch zur Strecke gebracht werden. Das Tier würde einfach ausgeschaltet werden und am Ende eben nicht mehr überleben. Jetzt spulen wir aber nochmal zurück, bevor ich mir jetzt wieder anhören muss, ja Tobi, aber die Tiere können doch schwimmen. Also gehen wir nochmal zurück zu dem Moment in Jurassic Park 2, wo ich ja vorhin gesagt habe, die Spinosaurier leben einfach in der Nähe vom Meer oder am Strand, weil sie eben im Meer jagen. Die Spinosaurier könnten logischerweise auch von der Isla Sorna aufs Festland gelangen. Der Weg wäre vielleicht ein bisschen weit. Wir denken einfach mal, dass das irgendwie funktionieren würde. Ich glaube tatsächlich, in echt wäre die Strecke von Costa Rica auf die Isla Sorna und eben andersrum, das wäre zu weit für so ein Tier von der reinen Kraft her.
Würden die es allerdings schaffen, könnten sie auch hier für Chaos an der Küste von Costa Rica sorgen. Denn die Tiere würden natürlich für Massenpanik sorgen. Und diese Massenpanik würde sich eben auch auf die Panik der Spinosaurier auswirken. Und somit würde es hier ein ähnliches Szenario geben, wie eben auch in Jurassic Park 2, wo die Tiere dann in San Diego oder wo der T-Rex dann in San Diego randalieren. Und würden dann eben hier zwei Spinosaurier auf dem Festland von Costa Rica randalieren. Wir hätten eben hier auch ein ähnliches Szenario. Also, wir kommen im Endeffekt zu dem Punkt, wenn man alles irgendwie dreht und wendet, kommt man mit Abstrichen, mit mehr toten Helden und Hauptfiguren an dem Punkt von Jurassic World Dominion dann doch irgendwie raus. Aber ihr habt es eben gerade schon gemerkt, diese ganze Geschichte war quasi wie ein einzelner Strang gewesen, aus dem sich immer wieder kleine Mini-Universen gebildet haben, die das Ganze hätten abwandeln können. Was wäre, wenn der Spinosaurus vor 65 Millionen Jahren dem T-Rex unterlegen war und wir eben die Spinosaurus-DNS genommen hätten? Dann bekommen wir hier unsere erste Geschichte mit rein. Dann fragen wir uns, was wäre, wenn die Spinosaurier von der Isla Sorna nach Costa Rica geschwommen wären? Was wäre passiert, wenn nicht? Was wäre? Es sind also quasi ganz viele Stränge, die sich hier dann dadurch verändern könnten oder würden, wenn der Spinosaurus bereits vor 65 Millionen Jahren den Kampf gegen den T-Rex verloren hätte. Das war jetzt hier mal eine andere Variante eines Was-wäre-wenns. Ich habe das Ganze jetzt versucht, mal ein bisschen mehr zusammenzufassen und mehr auf die gesamte Geschichte zu beziehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir doch mal in die Kommentare unten rein, was du davon hältst. Könnte man sowas nochmal machen, so ein generelles Was-wäre-wenn. Es werden auch noch kleine Geschichten kommen, so wie wir sonst immer gemacht haben, keine Sorge. Aber gefällt euch auch, wenn wir das Ganze hier und da mal bei größeren Fragen eben auch mal so handhaben. Hast du Ideen, was ich vielleicht übersehen haben könnte, wie das Ganze hätte sonst noch ausgehen können? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.